Moin, meine Freunde des guten Geschmacks, ihr seid wieder auf Nerd Taste. Toy Review Zeit ist heute auf den Sonntag. Passt das natürlich, dass man mal sowas hier auspackt. Nochmal Dankeschön an Lego für diese freundliche Unterstützung, für dieses Set, dass ich euch das zeigen darf. Ja, und was da so alles drin ist und was das kostet und weiter und wie das natürlich aufgebaut aussieht, das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, das Set ist einmal Yodas Hütte, 229 Teile hat das, von 7 bis 12 Jahre und hat die Nummer 75208 und hat natürlich viele Merkmale. Einmal ist der Yoda drin und einmal Luke Skywalker. Ja, was haben wir noch so hier anzugucken? Man sieht hier natürlich jetzt die Yodas Hütte. Ja, ist aus den, jetzt muss ich selber überlegen, Episode 4 müsste das doch sein oder nicht? Oder war das schon Episode 5? Ne, 4, ne? Bin ich jetzt richtig, oder? Ich will jetzt nicht falsch sagen. Nein, aber R2-D2 ist noch dabei, stimmt. Ich meine, das ist Episode 4. Ja, das sind diese... Ich bin jetzt ja kein Mega-Lego-Experte, aber das ist ja auf jeden Fall diese Star Wars. Das sind, glaube ich, diese zeitlosen Retro-Vintage-Packungen, sag ich mal, eine Art. Bisschen angeditscht hier, aber das ist mir ja egal. Ich bin ja kein UVP-Sammler, aber wir wollen es ja gleich so auspacken und schauen. Kostet im Laden UVP 29,99 €. Kann man aber bei Amazon für 22 € bekommen. Ja, dann gibt es noch hier noch so einige Merkmale. In der Hütte gibt es ausklappbare Trainingsbereiche, eine abnehmbare Sprungbrettfunktion, eine Funktion, um an der Liane vom Dach zu springen, sowie einen detailreichen Innenbereich mit Klappbett, Kamin, Lebensmitteln und so weiter. Das Modell ist 11 cm hoch, 25 cm lang und 11 cm breit. So, das sind so ein bisschen die Merkmale. Ihr habt gerade das eben gesehen, das ganze Set nochmal vom Nahen. Ja, ich würde sagen, wir packen es einfach jetzt aus und sage, wie viele Tüten da drin sind. Und mehr müsste man eigentlich gar nicht wissen. Wir haben hier eine Tüte und zwei Tüten drin. Und ich werde euch mal ein bisschen zeigen, wie das halt aufgebaut wird. Ich habe gerade mal eben schon die beiden Figuren hier aufgebaut. So, da könnt ihr die beiden sehen. Einmal R2-D2, einmal Luke Skywalker. Wir sind ja hier drin. Den könnt ihr natürlich immer hier noch einstellen mit zwei Gesichtern. Ihr kennt das hier aber von Lego. Ja, und sonst gibt es jetzt hier halt noch mal ein paar Sachen. Die werde ich jetzt eben schnell aufbauen. Da werde ich jetzt nicht viel sagen. Also, ne? Also los geht's hier mit noch ein bisschen schnell aufbauen, wenn ich das schaffe auf dem Sonntag. So, bisher sieht das erstmal so aus. Also nichts Besonderes. So, dann sieht das so aus. Ne? Immer noch ein bisschen, sind noch ein paar Seiten noch zu haben hier. Ja, so langsam das Ding hier mal ein bisschen Fahrt auf und sieht auch schon so aus wie so ein Yodas Hütte. Aber es ist echt Filigranarbeit ist das leider, also die Sache hier. Also ihr seht ja schon, das ist schon nicht schlecht, aber Feinmechanik ist hier gefordert, Leute. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Lego-Set aufgebaut. Hier ist das Lego-Set, wie ihr sehen könnt. 30 € ein kleines Set, ist ja jetzt nicht mega groß, aber ist sehr detailliert. Muss man mal sagen, wie gesagt, da sind drei Figuren dabei. Einmal R2-D2, Yoda und einmal der Luke Skywalker. Und dann könnt ihr natürlich noch so ein bisschen den hier ranhängen an dieses Seil hier. Das ist hier so ein bisschen drin und so weiter. Ich kann da mal auch rankommen. Es hat ja auf jeden Fall diese Funktion, dass man das hier so aufschieben kann. Dann kann man das hier auch nochmal aufschieben. Also, da hat sich Lego mal wieder richtig viel ins Zeug gelegt. Ihr könnt, wie gesagt, dann das hier halt ranmachen. Dann kann der hier, ja, also wenn das so gehen würde. Ne? Irgendwie geht das nicht, aber ich habe keine Ahnung jetzt. Aber auf jeden Fall ist es ein Vorführeffekt. Es sieht echt top aus, das Teil. Könnt ihr nochmal hier so richtig nochmal vom Nahen sehen. So, könnt ihr nochmal sehen hier. Es ist wirklich ein schickes Teil. 30 €, okay, wie gesagt, 22 im Angebot. Kann man nicht viel sagen, also nicht so viel zu sagen. Ist echt cooles, detailliertes Teil. Da sind auch noch so schön. Jetzt hier noch ein Topf drin, Karotten und dann, wie gesagt, diese Figuren. Ne? Also, ihr habt ein Lego-Set gesehen von Star Wars, 7 bis 12, 229 Teile, ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde für dieses Set. Lasst, wenn ihr ein bisschen kleiner seid, das von einem Erwachsenen machen. Aber sonst, wenn ihr Erwachsenen seid, dann lasst euch das von eurer Frau machen oder keine Ahnung, ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, abonniert diesen Kanal, ne? Sagt, dass dem weiter den Leuten teil ist und natürlich der Kauflink ist immer in der Videobeschreibung drin, wie immer. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam! Und möge die Macht mit euch sein. Abonnieren!